Wir haben hier den zweiten Vortrag in dieser Session, den diesmal Nils Bühner halten wird. Herr Koch ist wohl verhindert. An seiner Stelle auch von Terrestris sind die Leute, die stark am Geo-Server mitentwickeln. Und ich nehme an, dass die meisten den Geo-Server schon kennen, aber die Neuigkeiten vielleicht noch nicht. Bitteschön. Ja, hallo zusammen. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich muss direkt korrigieren, wir sind keine Kernentwickler vom Geo-Server, aber vielleicht kommt hier und da mal ein Commit drüber. Wir arbeiten sehr, sehr ausführlich mit dem Geo-Server. Und ja, heute geht es, wie gesagt, darum, was ist eigentlich im letzten Jahr passiert im Geo-Server. Und wie Sie das auch schon sagen, mein Kollege Daniel Koch hatte diesen Vortrag ursprünglich eingereicht. Der ist jetzt verhindert, deswegen habe ich das übernommen. Ja, mein Name ist Nils Bühner, ich bin gelernter Informatiker, arbeite überwiegend mit Java, Spring, Hibernate mache ich relativ viel mit, aber auch clientseitig JavaScript. Und ich bin, wie gesagt, als Entwickler bei der Firma Terrestris angestellt. Wir machen viel Open Source WebGIS, kommen aus Bonn, wo auch die Phosphor G stattfinden wird im Herbst. Und ja, machen alles Mögliche von Projekten über Support bis hin zur Schulung, Beratung, Planung, Implementierung und Wartung. Dieser übliche Stack. Ja, der Geo-Server. Ich gehe natürlich grundsätzlich davon aus, dass die meisten hier den Geo-Server kennen. Vielleicht trotzdem noch ein paar einführende Worte. Es ist ein offener Java-basierter Server für Geodaten, also zur Darstellung, aber auch zur Erzeugung oder zur Erzeugung von Geodaten, der insbesondere die Standards des OGC sehr gut unterstützt. Und eine der großen Stärken des Geo-Servers ist einfach seine Erweiterbarkeit. Und er ist sowohl für Entwickler als auch für Endnutzer einfach sehr gut dokumentiert. Und es lässt sich wunderbar damit arbeiten. Das ist zumindest die Erfahrung, die wir damit gemacht haben. Und hier nochmal kurzer Eindruck für die Leute, die es vielleicht nicht kennen, wie das aussieht, wenn man das im Browser hat, was man dort alles konfigurieren kann, was man damit machen kann, kriegt man vielleicht einen groben Eindruck. Und ja, ich würde gern vorweg auf den Geo-Server-Release-Zyklus eingehen an der Stelle, weil das mich auch irgendwann mal verwirrt hat. Wenn man auf die Geo-Server-Seite geht, geoserver.org, dann sieht man, dass irgendwie es eine Stable-Version gibt. Das ist, glaube ich, derzeit 2.8.4. Und dann gibt es noch eine Maintenance-Version. Das ist jetzt, glaube ich, seit 4-5 Wochen die Version 2.9.0. Und es ist so, dass es immer so einen halbjährigen Zyklus gibt, wo so eine 2.8er-Version jetzt beispielsweise dann erstmal ein halbes Jahr lang, das wäre jetzt hier das, was hier türkis dargestellt ist, erstmal in diesem Stable-Status sich befindet quasi. Und wenn in diesem Zeitraum passieren im Grunde überwiegend nur noch Bugfixes, vielleicht kommt mal kleinere neue Features dazu, aber immer auch vor dem Hintergrund, dass sich an irgendeiner API oder so nichts Grundsätzliches verändert. Und wenn das dann alles gut geklappt hat für ein halbes Jahr, dann geht quasi so eine 2.8.2er-Version, wird dann, wenn es zu 2.8.3 wird, dann wirklich zu Maintenance. Und das ist halt der Grund, weil das im Grunde so ein bisschen versetzt ist. Also wenn 2.8.4 derzeit Maintenance ist, dann ist halt 2.9.0 Stable. Und das ist, wie gesagt, ein bisschen verwirrend. Wer da das im Detail verstehen möchte, der kann auch gerne diesen Links folgen hier. Ich habe versucht, auf möglichst allen Folien immer Links zu hinterlegen, weil es gleich so sein wird, dass ich vor allem in der Breite auf die Dinge eingehen werde. Ja, was ist eigentlich im letzten Jahr passiert im Geo-Server? Ich habe das mal versucht, so grob in diese drei Kategorien einzuordnen, also allgemeine Bugfixes, die ich jetzt ein bisschen hinten angestellt habe, weil das sind Dinge, die passieren natürlich ständig. Die sind dann auch, die werden vermutlich die meisten Leute gar nicht mitbekommen, wenn sich da irgendwas getan hat. Dann gibt es aber insbesondere Sicherheitslücken, die entdeckt wurden, die dann geschlossen wurden, was vermutlich für viele interessant ist. Und es gibt natürlich die neuen Features. Ich denke, das ist mit das Spannendste an der Sache dann. Und wie gesagt, das Motto ist so ein bisschen, dass ich jetzt gleich ziemlich viele Dinge in den Raum werfen werde und halt in die Breite gehen werde. Und wenn dann jemand da irgendwas findet, was ihn interessiert, dann kann er sich über diesen Link, die ich dann immer auf den Folien habe, da noch genauer zu informieren. Ja, also es gab zwei große Sicherheitslücken, die im letzten Jahr entdeckt wurden. Und das eine ist hier so eine XML External Entity Vulnerability, die entdeckt wurde. Die hat es ermöglicht, dass man unberechtigt quasi beliebige Dateien vom Server abrufen konnte. Das ist natürlich eine Sache, die man
auf keinen Fall möchte. Wenn man sich dieses Ticket hier anschaut, dann sieht man auch, dass das, ich glaube, gerade mal 10 Tage gedauert hat, bis diese Sicherheitslücke, nachdem sie gemeldet wurde, geschlossen wurde. Was natürlich insbesondere in der Open-Source-Welt, denke ich, auch in der Geschwindigkeit dann nur möglich ist, wenn man das vielleicht vergleicht mit proprietärer Software, wo das dann vielleicht verschwiegen wird oder irgendwie einfach länger dauert, bis sowas gefixt wird. Eine zweite große Sicherheitslücke war so eine Remote Code Execution. Das heißt, es war möglich, dass man wirklich Schadcode im Grunde ausführen konnte, wenn man nur wusste, wie man es denn machen muss. Das Ganze hat ein bisschen länger gedauert, bis das gefixt wurde. Ich habe die Version immer dazu geschrieben, in denen das gefixt wurde. Das heißt, wer sicher sein will, dass er von diesen beiden Dingen nicht betroffen ist, der sollte auf eine dieser Versionen updaten. Ja, es gab Mitte Januar diesen Jahres einen Code-Sprint in Kanada, bei dem überwiegend Kernentwickler des Geo-Servers wirklich beteiligt waren. Und im Grunde haben die sich dort ein großes Ziel gesetzt, und zwar das Apache Wicket Framework von der Version 1.4 auf Version 7 zu updaten. Und man sieht schon, von 1.4 auf 7 ist natürlich ein großer Sprung. Ich glaube, die ganzen letzten Jahre war das immer nur Version 1.4. Also das, um das kurz zu erläutern, das Apache Wicket ist das Framework, mit dem letztendlich die Benutzeroberfläche entwickelt wird. Das ist ein Java-Framework. Und es ist natürlich sinnvoll, dass man da dieses Upgrade einfach mal durchführt, um einfach auch mit den neuen Browsern kompatibel zu bleiben und andere Dinge einfach, die in der Zwischenzeit dort passiert sind, einfach mitzunehmen. Das hat natürlich dazu geführt, dass sich an der Oberfläche erstmal nicht sonderlich viel geändert hat. Man sieht das nicht auf den ersten Blick, aber höchstwahrscheinlich ist es einfach kompatibler zu den aktuellen Browsern jetzt alles. Das Ganze wurde finanziert durch Sponsoren. Ja, und wer da mehr wissen will, der kann gerne diesem Link dort folgen. Das scheint also ein Erfolg gewesen zu sein, dieser Code Sprint. Und ja, dann komme ich jetzt zu den neuen Features. Es gab 3 Major Releases im letzten Jahr, also die 2.7er Version, die 2.8er Version und jetzt vor 4-5 Wochen ist die 2.9er Version rausgekommen. Und ich habe mir gedacht, ich bin einfach die Release Notes durchgegangen und die Einträge im GeoServer-Blog und habe mal versucht, das jetzt so chronologisch pro Version quasi einfach alles mal aufzulisten und werde da jetzt einfach viele Dinge so in den Raum werfen und habe, wie gesagt, immer noch einen Link dabei, wo man sich dann Details dazu anschauen kann. Ja, in Version 2.7 ist beispielsweise für WMS Time, es gibt ja die Möglichkeit, hier so diesen Time-Parameter dort zu nutzen. Da war es wohl bisher nur möglich, dass man dort immer absolute Zeitwerte verwendet, um bestimmte Dinge abzufragen. Da ist es jetzt auch möglich, relative Zeitangaben zu machen. Das heißt, man kann beispielsweise so Dinge machen wie, holen wir mal alles aus den letzten 36 Stunden bis jetzt. Das ist das erste Beispiel hier. Oder es ist möglich, irgendwie sowas zu sagen wie, holen wir mal alles oder das, was am Tag nach dem 25.12.2012 beispielsweise an Daten vorhanden ist. Das hier ist eine sehr schöne Sache, das im Bereich Alpha Composition und Color Blending, also Farbvermischung, sage ich mal, im weitesten Sinne, ist es jetzt möglich, in so einem SLD-Stil verschiedene Filter und Effekte zu nutzen. Also es gibt da eine ganze Menge, wenn man sich das mal anschaut, hinter dem Link dort. Beispielsweise Multiply Dark und Hardlight, das sind vielleicht Dinge, die man gehört hat. Es ist so, man hat einen Layer, man hat einen Stil und in diesem Stil, also diesem SLD, hat man dann die Möglichkeit quasi einmal, das ist ja dieser Standard-Layer, der beim GeoServer dabei ist, diesen einen Stil auf der linken Seite oben quasi zu definieren, dann noch einen anderen Stil zu definieren und dann mit so einer Komposition das irgendwie zu kombinieren, dass dann sowas wie hier unten dabei rauskommt. Das war vorher nicht möglich. Das heißt, man hat im Grunde nur noch an den Grenzen die Farben und der Rest dazwischen ist im Grunde transparent. Und das ist jetzt, wie gesagt, auch nur ein Beispiel. Also ich habe das Gefühl, ich hatte jetzt nicht die Möglichkeit, da sonderlich viel mit auszuprobieren, aber ich habe das Gefühl, dass man da wahnsinnig viel mitmachen kann, wenn man sich damit beschäftigt. Und ja, das macht einen sehr guten Eindruck an der Stelle. WPS, Web Processing Service, ist ein Plugin für den GeoServer, was es auch schon länger gibt, was man auch schon gut verwenden konnte. Das wurde jetzt in der 2.7er Version an das Security-System des GeoServers angebunden. Es ist jetzt darüber hinaus möglich, Dinge zu limitieren, also Timeouts, maximale parallele Ausführungen,
Prozesse können gestoppt werden, das Ganze kann in der Oberfläche gemonitort werden. Und es ist auch in so einer verteilten Umgebung, wenn man irgendwie so eine mit so verschiedenen Clustern da so eine Umgebung hat, was dann sicherlich schon erweitert ist das Ganze, ist es auch möglich, dass der Prozess eines Status halt wirklich in dem Cluster bekannt ist. Es gibt Cascaded WFS Stored Queries. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand schon mal das mit den WMS, diese WMS, Cascaded WMS Dienste dort verwendet, dass man quasi den GeoServer als Proxy verwendet, um einen externen Dienst einfach über seinen eigenen GeoServer bereitzustellen. Hier ist es jetzt möglich, dass man das Ganze auch mit WFS macht und dass man dort im Grunde Layer erzeugen kann in seinem eigenen GeoServer auf Basis von so vorkonfigurierten Anfragen an externe WFS-Dienste und hat dort auch die Möglichkeit, Parameter zu mappen. Also vielleicht gibt es in einem externen Dienst einen Parameter, der heißt A und ich will den aber als B veröffentlichen. Und dann ist das sicherlich auch eine Sache, die interessant ist für sehr viele. Das Ganze funktioniert allerdings nur lesend, das heißt WFST ist an der Stelle nicht möglich. Dann sind wir jetzt bei Version 2.8 angekommen. Da ist es jetzt neu, dass Curved Geometries, also so gekrümmte Geometrien, das war bisher offenbar nur möglich für die Oracle-Datenbank und dann auch nur lesend. Und neu ist es jetzt, dass das Ganze halt auch unterstützt wird für PostGIS und das nicht nur lesend, sondern auch schreibend. Wie gesagt, einfach den Links folgen, wenn man da ins Detail gehen möchte. Version 2.8 ist, glaube ich, auch mit das meiste passiert. Das werden wir gleich merken, weil jetzt hier viele solcher Kleinigkeiten kommen, die ich interessant fand und mir rausgesucht habe. Ich weiß nicht, ob jemand vielleicht mal mit SQL-Views gearbeitet hat schon. Da kann man letztendlich Layer erzeugen im GeoServer, wo man eigene SQL-Statements sich ausdenken kann, um dann auf dieser Basis eines solchen Statements ein Layer zu veröffentlichen. Das ist jetzt kein SQL-View hier, da steht Mini-SQL-View, weil hier geht es um einen SQL-Filter, den man jetzt an so einem Layer mit dazu schreiben kann. Das heißt, wenn ich beispielsweise eine Tabelle habe mit einer Spalte Name und ich möchte aber nur, dass mir immer nur die Features angezeigt werden, die den Wert Foo haben in dieser Spalte, dann könnte ich das beispielsweise so direkt schon bei der Konfiguration des Layers filtern, also den Filter quasi konfigurieren. Und das kann ja unter Umständen auch sehr hilfreich sein, weil es einfach eine ganz, ganz einfache und direkte Art ist, das Ganze zu machen. Und insbesondere ist es halt auch unabhängig von der Datenquelle. Das heißt, es ist egal, ob ich ein Shapefile habe oder eine PostGIS-Datenbank. Das ist eine schöne Sache, denke ich. Ja, JAI-EXT steht für Java Advanced Imaging. Also das JAI steht dafür. Das ist von Oracle die Bibliothek für die Bildbearbeitung, also insbesondere wenn man mit Rasterdaten zu tun hat, ist das, glaube ich, relevant. Und da gibt es jetzt eine Open-Source-Implementierung von der Firma Geos Solutions. Das sind im Wesentlichen auch viele Leute, die wirklich Kernentwickler des Geoservers sind. Und es ist möglich, wenn man so eine Umgebungsvariable, wie das hier in diesem dunklen Kasten dargestellt ist, wenn man das den Applikationsserver, auf dem der Geo-Server läuft, diesen Wert mitgibt, dann erscheint an der entsprechenden Stelle, wo man das konfigurieren kann, diese Option hier, wo man quasi sagen, pro Operation festlegen kann, soll das jetzt von diesem Open-Source-Framework ausgeführt werden, diese Operation, oder soll das von der proprietären Oracle-Implementierung gemacht werden. Ich hatte auch gelesen, dass diese Open-Source-Implementierung wohl sehr gut sein soll, also unter Umständen sogar performanter sein soll als die Oracle-Implementierung. Aber ich hab da keine Belege für, ich habe das nur gelesen. es gibt den Importer, das ist auch ein sehr schönes Plugin für den Geo-Server, was es auch schon ein bisschen länger gibt, glaube ich. Und mit Vektordaten konnte man beispielsweise auch vorher schon reprojizieren. Das Ganze ist jetzt auch möglich mit Rasterdaten. Und man kann aber auch beispielsweise Overviews direkt für Rasterdaten erzeugen, was natürlich im Rahmen so eines Importprozesses eine sehr schöne Sache ist. Und es gibt auch eine REST-API auch für diesen Importer. Das heißt, das kann man also tatsächlich auch programmatisch, wir haben das jetzt in einem Projekt auch schon mal erfolgreich eingesetzt, sehr gut nutzen. Also es ist eine sehr schöne Sache, weil wir haben vor 2-3 Jahren haben wir so ein Layer-Upload auch noch wirklich selber implementiert und das an irgendwelche Tabellen geschrieben, die Daten. Und jetzt kann einem diese Arbeit halt plus
noch so eine Reprojektion dabei oder eine Overview erzeugen, kann einem der Geo-Server an der Stelle dann halt abnehmen. Ist wirklich eine sehr schöne Sache auch. Z-Ordering Support bedeutet hier, dass wir im SLD jetzt in diesem Stil die Möglichkeit haben, nach bestimmten Attributen zu sortieren, was sich dann dahingehend auswirkt, dass man, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, wenn man das jetzt hier sieht, so war es dann vorher, und dann führt diese Straße letztendlich über diese anderen Straßen hinweg, und dann sieht man hier, das wird dann einfach noch schöner gerendert, oder hier hat man auch so eine Stelle, wo man sieht, dass es erst runter geht, oder hier ist es halt nicht so eindeutig einfach, und ich glaube, das macht die ein oder andere Karte auch einfach noch schöner. Pfeile können jetzt dynamisch erzeugt werden. Das heißt, ich kann irgendwie dieses Verhältnis zwischen der Höhe und der Breite von so einem Pfeil, die Dicke des Pfeiles, das kann ich jetzt alles in so einer Zeile relativ einfach konfigurieren, wenn ich einen Stil erzeugen möchte oder einen schönen Stil mir basteln möchte. Darüber hinaus einfach nochmal so ein bisschen hier zusammengewürfelt. In der Community hat sich relativ viel beim Geofence getan. Das ist so eine Erweiterung, die es letztendlich ermöglicht, Benutzern oder Benutzergruppen irgendwie einfach zu konfigurieren, dass bestimmte Benutzer, Benutzergruppen nur bestimmte Features sehen dürfen oder nur in bestimmten Gebieten irgendwelche Dinge sehen dürfen. Es ist MongoDB als Datenquelle jetzt unterstützt. Es gibt eine erhöhte Labeldichte. Das soll dieses Bildchen hier verdeutlichen. Vorher war es wohl so, dass um so ein Label, was dann auch so schräg läuft, offenbar um so eine Boundingbox um den gesamten Text gelegt wurde. Und dass in diesen freien Bereichen im Grunde kein anderes Label mehr gesetzt wurde. Jetzt ist es so, dass das pro Zeichen passiert. Das heißt, die Labeldichte wird dadurch dann entsprechend erhöht. Man kann Stile auf Basis von Vorlagen erzeugen, und es gibt auch noch Geo-Server-spezifische Parameter zur Kontrastverbesserung. Version 2.9, da ging es jetzt weniger um neue Features. Also es sind weniger neue Features dazugekommen, es waren mehr diese grundlegenden Dinge, wie ich das eben schon sagte mit dem Apache Wicked Framework, dass das jetzt seit der Version 2.9 genutzt wird. Darüber hinaus ist Java 8 Pflicht, wenn man einen Geo-Server in Version 2.9 nutzen möchte. Und entsprechend braucht man auch einen Server 3 kompatiblen Web-Applikations-Server, also beispielsweise einen Tomcat 7 oder einen Jetty 8. Wie gesagt, das Upgrade auf Wicked 7 hat stattgefunden. Es hat auch ein Upgrade auf Spring 4, das ist im Backend ein zentrales Framework, was dort verwendet wird vom Geo-Server. Es hat auch ein Update gegeben von Version 3 auf Version 4. Das hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass sich das 2.9er Release jetzt verzögert hat, weil es da wohl noch Probleme gab, dass das in allen Umgebungen dann noch wirklich so läuft. Es ist möglich, wie gesagt, oder es gibt dieses JAI Ext in Version 1.0.9, und in der Oberfläche wurden auch viele Kleinigkeiten verbessert, ebenso in der User-Dokumentation. Also es ist, glaube ich, auch teilweise dann im Rahmen dieses Codesprints geschehen. Es gibt neue Features tatsächlich auch in Version 2.9. Einerseits ist es jetzt möglich, wobei ein Kollege meinte, das wäre auch vorher schon in irgendeiner Form möglich gewesen, Linien mit Versatz, wie das hier auf dem Bild rechts dargestellt ist, zu definieren oder so Stile so zu definieren. Die REST-API wurde erweitert. UTF-Grid-Unterstützung gibt es für WMS und WMTS. Und wenn man mit Rasterdaten arbeitet, dann ist es jetzt wohl auch möglich, mit Vektormasken No-Data-Bereiche auszuschneiden. Ja, und dann bin ich an der Stelle auch durch. Gibt es Fragen? Ja, vielen Dank für den interessanten Überblick über die neuen Features in den verschiedenen Versionen. Hat sich doch eine Menge getan. Gibt es dazu Anmerkungen, Fragen? Haben wir nicht, ich wiederhole es. Okay. Also gerade dieses Chai, also ich habe hier schon diverse Geo-Server als Admin installiert, und das ist also doch teilweise diese Original-Oracle-Version ist ja irgendwie seit 10 Jahren nicht mehr so richtig gewartet. Also wenn es da wirklich eine Alternative gibt, ist das, glaube ich, schon allein der Grund, da auf neue Versionen zu gehen. Ja. Okay, die Anmerkung war, dass das JAI von Oracle relativ lange schon auf demselben Level besteht und dass es da halt wirklich sinnvoll ist, dann die Open-Source-Variante nehmen zu können.